Ja, es ist 16 Uhr, das erste Tobi Dynavox Hörsaal-Webinar im 2022. Ja, eigentlich auch mal für eine Zeit für uns. Ist einfach nochmal das letzte Jahr, was schon recht ereignisreich war, einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, an Zielen haben wir natürlich auch für dieses Webinar ein paar Punkte festgelegt. In dem Fall, klar, was gab es im Jahr 2021 alles für Neuerungen von Tobi Dynavox? Was können Sie damit machen? Also was gibt es dann so für Möglichkeiten? Was für einen Effekt haben die dann im Endeffekt auf den Alltag, auf den Einsatz von Tobi Dynavox Kommunikationsgeräten? Was können Sie dann damit machen mit diesen Änderungen, mit diesen Anpassungen und wie Sie gegebenenfalls auch an die Neuigkeiten gelangen können? Etwas ungewohnt habe ich diesmal zwei Folien. Das heißt einmal eine die wo was, die W-Fragen und dann einmal genau, um was geht es konkreter. Also ich werde heute einmal auf diese vier Punkte eingehen. Das ist einmal Tobi Dynavox Control. Das ist unsere Bedienmöglichkeit auf den E-Serien-Geräten, um auch Windows mit den Augen bedienen zu können. Dann TD-Snap. Was gab es dort für Neuigkeiten? Das ist unsere Kommunikationssoftware, unsere Kommunikations-App für iPad- und Windows-Geräte. Dann das TD Pilot. Das ist an sich das brandneueste Gerät von uns. Das ist das von Tobi Dynavox, ein augensteuerbares Kommunikationsgerät auf iPad-Basis. Das heißt, auch wir haben jetzt von Tobi Dynavox ein Gerät herausgebracht, was Augensteuerung von Tobi Dynavox mit dem iPadOS-System kombiniert. Und das würde ich Ihnen natürlich auch gerne zumindest in digitaler Form gerne einmal zeigen und auch mal direkt live zeigen, wie das Ganze dann auf dem Bildschirm, auf dem iPad aussieht. Und zu guter Letzt noch TD Talk. Das ist unsere neueste App auch für Schriftsprachanwender, in dem Fall aktuell für das iPadOS-Betriebssystem. Beginnen möchte ich aber mit Tobi Dynavox Snap. Tobi Dynavox Snap, wie gesagt, unsere App für iPad und Windows-Geräte auf Symbolbasis. Oder nicht nur Symbolbasis, sondern grundsätzlich auch für weitere Anwendergruppen, auch schriftsprachbasierte Inhalte. Aber primär war der Ausgangspunkt, dass man hier auch gut Inhalte für Anwender für Symbolsprache erstellen kann. Die erste Neuerung oder das erste Update fand mit 1.14 statt. Das war dann im Januar letzten vergangenen Jahres. Und da hat man jetzt nur die Möglichkeit geschaffen, dass man auch die Option hat, das den Mitteilungsfensterbereich anzupassen. Konkret sieht es dann in Tobi Dynavox Snap wie folgt aus. Das heißt, Sie haben dann hier die Möglichkeit, in die Einstellungen zu gehen und das Mitteilungsfenster nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Das heißt, Sie können das reinklicken und dann das entsprechend größer oder kleiner ziehen, um Felder zu schaffen. Größer geht in dem Fall nur, wenn Sie halt auch hier einen entsprechenden Freiraum schaffen. Das heißt, Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, vielleicht das Löschen und das Wortlöschen ein bisschen zu trennen. Dafür vielleicht das Sprechenfenster zu entfernen. Das geht dann, indem ich es anklicke und rechts auf den Mülleimer klicke. Und dann habe ich jetzt hier eine weitere Option. Wenn ich hier drauf drücke mit dem Plus, habe ich dann hier die Möglichkeit zum Beispiel die Kopieren-Funktion. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, die Inhalte, die im Mitteilungsfenster sind, den Text, den ich dort eingetippt habe als Anwender, auch dann direkt in meine Kommunikationsstrategie hinein zu kopieren. Inhalte rückgängig zu machen, also habe ich etwas aus Versehen gelöscht im Mitteilungsfenster, habe ich die Möglichkeit, über so eine Funktion das Ganze rückgängig zu machen, beziehungsweise rückgängig gemachte Änderungen auch wiederherzustellen. Also das, was man auch grundsätzlich von Textverarbeitungsprogrammen auch kennen würde. Genau, die Version in Feld kopieren zeige ich einmal ganz kurz. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Namen habe, den ich über eine Tastatur vielleicht eingetippt habe, und ich möchte den vielleicht dann zum Beispiel in den Personen auch noch unter den zugehörigen Listen vielleicht hinzufügen, kann ich dieses dann über ein Feld kopieren machen, kann mir ein Feld auswählen, kann das dann entsprechend bestätigen und habe dann den Namen dann selbstständig auf das Feld gelegt.
Die weiteren Möglichkeiten war einfach noch eine Überarbeitung des Aktionsmenüs. Das heißt, hier hat man einfach noch die Möglichkeit, dass wir jetzt es ein bisschen anders strukturiert haben. In der Vergangenheit war es an sich einfach nur ein scrollbares Menü. Das heißt, wenn ich in die Einstellung gehe und ein neues Feld entsprechend zufüge, habe ich dann hier meine Aktion, kann Aktion hinzufügen. Und dann war das im Vorfeld, vorher war das immer eine ganz normale Liste, wo ich dann runterscrollen konnte. Das hat man jetzt ein bisschen besser sortiert. Ich habe die Möglichkeit, wichtige Aktionen noch als Favoriten zu hinterlegen. Wenn ich die als Favorit markiert habe, finde ich die halt auch hier im oberen Bereich, kann aber auch genauso gut die Aktion wieder aus den Favoriten entfernen. Und was auch schön ist, dass ich jetzt hier auch eine Suchfunktion habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Aktion bräuchte, dann könnte ich hier dann einfach was suchen und bekäme dann die entsprechenden in Frage kommenden Aktionen angeboten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, mit Version 1.14 Audiodateien hinzuzufügen. Audiodateien heißt in dem Fall nicht nur Aufnahmen, also Stimmaufnahmen, sondern wirklich ganze Musikdateien. Das können halt Dateien bis zu 50 MB sein und die Formate AAC, M4A, MP3, WAV und WMA werden bei Windows unterstützt und dann, ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, bei dem iPad OS sind es dann die entsprechenden anderen Formate. Ich denke, die wichtigsten sind, denke ich, ganz klar das MP3, WAV und WMA. Und hinzufügen kann man das Ganze. Ich zeige es dann auch einmal konkret in Turbidanavox Snap. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Feld habe, habe ich hier einen kleinen Musikordner und wenn ich den auswähle, kann ich einfach ganz schnell mir dann einen Ort suchen, also auf dem Computer, auf dem Gerät, auf dem ich Turbidanavox Snap nutze und kann dann darüber die Audiodatei, die Aufnahme, was auch immer und natürlich auch gerne ein Musikstück, was ich besitze, natürlich auch dort drauf hinterlege und dann mir meine eigene kleine Musiksammlung hier anlegen. Die Möglichkeit besteht, neue eigene auch auf Sprachaufnahmen zu hinterlegen. Das gab es auch bereits schon seit längerem. Das wurde im Endeffekt nur ein bisschen überarbeitet. Das heißt, dafür habe ich dieses Mikrofon und kann dann über dieses Mikrofon, was hier neben dem Musikordner ist, eine Aufnahme machen, indem ich einfach nur auf dieses Feld drücke und dann eine Aufnahme mache, die maximal 2 Minuten beträgt, also ideal, um vielleicht auch eine Art Übergabefunktion haben von Schule nach Hause, von zu Hause zur Schule, um etwas mitteilen zu können, berichten zu können für die Lehrerinnen, für die Lehrer oder entsprechend die Betreuerinnen oder Betreuer, beziehungsweise natürlich aber auch genauso für die Eltern in anderer Richtung. Das kann man natürlich auf viele Felder hinterlegen. Es gibt nun mittlerweile auch Funktionen, wie ich den Cursor im Mitteilungsfenster bewegen kann. Das heißt, ich habe dann wirklich die Möglichkeit, zeichenweise nach links zu bewegen, zeichenweise nach rechts. Macht jetzt erstmal grundsätzlich nicht so viel, vielleicht schafft nicht so viele Ideen, was ich damit machen kann. Grundsätzlich geht es dann darum, wenn ich jetzt vielleicht einen langen Text geschrieben habe, dass ich dann die Möglichkeit habe, diesen dann halt auch an entsprechender Stelle zu bearbeiten, etwas auszuschneiden, zu kopieren. Das macht dann Sinn, wenn man dann in Richtung neues Seitenset geht. Das heißt, auch hier kommt gleich noch eine Folie, wo es dann darum geht, dass auch die Tastaturseite überarbeitet wurde. Und da sind dann auch entsprechend neue Funktionalitäten dann hinzugekommen, um den Cursor dann auch im Mitteilungsfenster bewegen zu können. Das Mitteilungsfenster selber lässt sich nun auch besser anpassen oder nicht besser anpassen, sondern vom Stil her ein bisschen optimieren. Was bedeutet, wenn ich zum Beispiel mit Personen arbeite, die vielleicht eine visuelle Einschränkung haben, das heißt vielleicht davon profitieren, wenn ich das Mitteilungsfenster schwarz habe und dann vielleicht eine grelle Farbe für die Schrift oder vielleicht eine große Schrift, so kann ich das nun realisieren. Das heißt, es ist dann eine Einstellung in dem Seitenset-Einstellungen unter Stil. Und dort gibt es dann für das Mitteilungsfenster noch die Möglichkeit, wie gesagt, eine Hintergrundfarbe festzulegen und eine Hervorhebungsfarbe für die Sprache, um einfach wieder einen guten Kontrast zu erreichen.
um es halt auch sehr gut wahrnehmen zu können. Standardmäßig ist es halt weißer Hintergrund, schwarze Schrift, aber es gibt dann halt die Möglichkeit, das Ganze individuell anzupassen. Ja, dann gab es das erste Seitenset, was ich gar nicht mehr lesen konnte. Und zwar ist Core First Japanisch. Aber man hat hier wirklich die Möglichkeit, ich habe das auch auf Messen damals, soweit es halt ging, auch schon mal genauso wie beim Chinesischen gemacht. Das heißt, hier hat man jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze auf Japanisch zu machen mit PCS-Symbolen. Und wenn man das wirklich die eine Strategie kennt, kann man auch viele Sachen halt auch durchaus halt auch gut in anderer Sprache darstellen oder Sprache kommunizieren. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, eher etwas für halt andere Regionen. Aber sollten Sie halt auf jemanden treffen, der eigentlich auf Japanisch angewiesen ist oder Finnisch oder gegebenenfalls es halt sprechen kann, so gibt es halt ja die Möglichkeit, verschiedene Seitensets miteinander zu kombinieren. Das heißt, man könnte ja mit der Deutschen, mit dem deutschen Confirst und mit einem japanischen Confirst oder finnischen Confirst zusammenzuarbeiten. Also es sind wieder neue Sprachen hinzugekommen. Und wie gesagt, in 1.16 sind jetzt auch zum Beispiel die Pfeiltasten in der Tastatur, gerade dieses Cursor bewegen, ein nach links, ein Wort nach links, ein Wort nach rechts, ein Zeichen nach links, um dann hier entsprechend Bearbeitungen zu machen, ein Wort einfügen zu können, etc. Und damit einhergehend einfach noch ein paar Möglichkeiten halt, und wie gesagt, dann diesen Text auch zu bearbeiten, dass ich auch einen Inhalt markieren kann, dass ich ihn ausschneiden kann. Also das, was ich grundsätzlich halt auch vielleicht so von Microsoft Word kenne oder von anderen Textbearbeitungsprogrammen. Dann gibt es ein neues Seitenset zum Thema Fußball. Das heißt, ein ganz neues Thema. Es wurden auch ganz viele neue Symbole zum Thema Fußball hinzugefügt. Das heißt, es gibt jetzt an sich sämtliche Mannschaften der ersten Bundesliga. Das heißt, wenn ich jetzt hier und in das Thema gehe, habe ich jetzt hier erstmal das Thema Fußball. Das ist halt neu, wo man halt jetzt sich auch schön über Fußball unterhalten kann. Wenn ich aber auch zum Beispiel sagen möchte, ich möchte gerne meinen Lieblingsverein Werder Bremen zeigen, dann kann ich das auch, indem ich jetzt hier Werder Bremen suche und hätte zum Beispiel ein Wappen von Werder Bremen, aber natürlich genauso gut von Borussia Dortmund beziehungsweise auch Borussia Mönchengladbach. Also das sind auch jetzt hier alle Fußballmannschaften der ersten Bundesliga und auch viele der zweiten Bundesliga mit enthalten und auch ein paar Stadien sind dort auch mit drin. Das heißt, man hat nochmal die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal schön zu visualisieren. Dann gab es eine Änderung, und zwar aus rein visueller Sicht, dass und zwar vom Namen her wurde aus Snapcore First, Tobi Dynavox Snap. Die Idee dahinter ist grundsätzlich, dass es zu Beginn gab es an sich nur ein Seitenset, das Seitenset Core First, und dementsprechend war kein Bedarf da, diese App halt irgendwie generell zu benennen. Und aus dem Grund gab es halt dann damals Snapcore First, aber mit der Zeit kamen immer neue weitere Inhalte hinzu. Also, wie Ihnen vermutlich bekannt ist, gibt es ja neben Core First, also im symbolbasierten Inhalten, auch ein Snap-Text, das heißt einen Ansatz rein für Schriftsprachnutzer ohne Symbole und einen Aphasie-Ansatz, also ein Aphasie-Inhalte rein für, also angedacht für Menschen mit Schädel-Hirntrauma. Und Schlaganfall oder ähnliches, also ein neurologisches Ereignis und damit einhergehend eine Aphasie. Das heißt, das gibt es auch mittlerweile. Und natürlich auch die Möglichkeit, komplett Eigeninhalte zu erstellen von null auf. Also auch die Möglichkeit gibt es. Und das war halt der Grund, um einfach aus Snapcore First to be done a box Snap zu machen. Auch der Setup, der Einrichtungsprozess wird ein bisschen überarbeitet. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, beim Einrichten noch einfacher meine Inhalte auszuwählen. Das heißt, ich bekomme jetzt direkt eine Übersicht. Was gibt es für Inhalte? Wie ich schon sagte, Text, Symbol oder Schlaganfall, also Aphasie. Kann dann das entsprechende Inhalt auswählen. Habe dann sogar noch die Möglichkeit, die Auswahlmethode auszuwählen während dieses Einrichtungsprozesses, sodass ich jetzt hier direkt von Anfang an festlegen kann, nutze ich Berühren, nutze ich Scanning, nutze ich Augensteuerung. Die Möglichkeiten sind jetzt hier auch
bereits gegeben. Darüber hinaus wurde eine neue Wortliste hinzugefügt, die Wortliste Pandemie. Ja, aufgrund der aktuellen Geschehnisse, leider immer noch sehr aktuell, gibt es dann in den Wortlisten den Bereich Pandemie, wo halt dann entsprechend so die gesamten pandemiebetreffenden Begrifflichkeiten, aber auch ganz neu gezeichneten Symbole hinterlegt sind. Eine neue Wortliste deswegen, weil grundsätzlich könnte man auch sagen, ein paar passen vielleicht im Bereich Schule, ein paar passen die Wortliste Medizin. Die Idee ist, dass hier Anwender die Möglichkeit haben, schnell und einfach eine Wortliste in das existierende Core First einfügen zu können und auch zu wissen, was ist neu und das dann gegebenenfalls auch an anderen Stelle eigenständig hinzuzufügen. Als wenn ich jetzt in verschiedenen Bereichen hier immer 1, 2, 3 Symbole kleckerweise hinzufüge, was halt dann den Effekt hat, dass ich dann ja nicht zwingend weiß, wo gibt es neue Inhalte, wo gibt es die neuen Symbole. Und so muss ich halt ja aufwendig das entsprechend dann auch in meine existierende Strategie hinzufügen. Weil Änderungen halt an den Wortlisten haben ja keinen Effekt oder an den Inhalten vom Standard Core First haben ja keinen Effekt auf die Inhalte, die halt die Anwender selber bereits nutzen. Es gibt, wie gesagt, auch ein neues Seitenset Aphasie. Das möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, auch wie Sie da rankommen. Sie können halt, wenn Sie in einem Core First sind, können Sie ins Bearbeitungsmenü gehen, oben rechts, dort auf Seitenset und dann hier draufdrücken und dann ein Seitenset erstellen. Und da finden Sie halt diese Auswahl der verfügbaren Seitensets und auch das Aphasie-Seitenset. Klicken Sie dann hier drauf und Sie können dann direkt in das Seitenset wechseln. Es gibt einen unterschiedlichen Rastergrößen, einmal mit wenigen, also in 3 verschiedenen, mit einer mittleren Größe, mit relativ vielen Inhalten. Als Symbolsammlung werden hier die Thinline-Symbole verwendet. Das heißt, wie Sie hier sehen, sind sie eher Erwachsene orientiert, Mann, Frau, deutlich klar gezeichnet. Es gibt Wortlisten, die ich in verschiedenen Bereichen natürlich nutzen kann, um etwas zu beschreiben, um Worte aus speziellen Kategorien auch zu üben und vielleicht auch an, wenn ich irgendwie eine Wortfindungsstörung habe, vielleicht auch diese Wortliste zu öffnen und dann entsprechend einen Anstoß zu bekommen. Es gibt Kommentare, so wie man es halt auch grundsätzlich von Core First kennt, natürlich mit dem Schwerpunkt auch zum Beispiel, dass ich hier eine Aphasie-Seite habe und etwas über meine Aphasie zu erzählen. Das Whiteboard ist standardmäßig mit integriert. Das heißt, jetzt hat man die Möglichkeit hier dann entsprechend, wenn vielleicht die Begabung noch gut erhalten ist, dass ich vielleicht etwas gut zeichnen kann und dann vielleicht die Tür visualisieren kann oder in Kombination mit Fotos das Ganze nutzen kann, habe ich natürlich hier die Option, ein Whiteboard zu nutzen. Auch hier gibt es Themen, also auch wie man es von Core First kennt, verschiedene Situationen aus dem Alltag, entweder halt in Rasterform oder mit visuellen Szenen. Das heißt, dann hat man hier ein großes Foto, was man ja relativ einfach im Bearbeitungsbereich anpassen kann, indem ich ja hier jetzt ins Bearbeitungsmenü gehe, auf dem Bereich das Foto klicke, das Foto aus dem, entweder mache ich ein Foto mit der Kamera, wenn ich gerade meine Familie bei mir habe, oder ich gehe auf das Bildarchiv, nutze dann das vorhandene Foto und habe das dann schnell auch entsprechend individualisiert und deutlich motivierender und habe dann drumherum viele Aussagen rund um meine Familie. Und klar, eine Tastatur gibt es, Bewertungsskalen, um etwas zu sagen, wie es mir geht, wie es mir gefallen hat, dass es vielleicht nicht so optimal war. Solche Angebote gibt es hier dann entsprechend auch. Das wäre jetzt Core First mal im Aphasie-Seitenset im Schnelldurchlauf. Auch da haben wir entsprechend eine kleine eigene Webinare und Aufzeichnung schon. Wenn Sie das im Detail interessiert, können Sie einfach in unsere Videothek schauen auf YouTube und dann hätten Sie dann auch Zugriff darauf. Dann gab es Ende des Jahres das lange ersehnte Core First Arabisch. Das heißt, wirkt das Core First mit arabischen Schriftzeichen von rechts nach links, Inhalt sowie auch die gesamte Oberfläche. Das heißt, da kann man auch Menschen dann mit arabischen Wurzeln, die halt Arabisch sprechen, relativ gut unterstützen. Auch hier ist dann wirklich die Wichtigkeit, dass es halt lokalisiert wurde und nicht einfach nur übersetzt. Das heißt, auch hier hätte man jetzt die Option, halt auch Menschen, die deutsche Sprache nicht so beherrschen oder vielleicht auch beide Sprachen beherrschen, halt auch gut unterstützen zu können.
Genau, das Mitteilungsfenster rücksetzt, rückgängig machen, wiederherstellen, hatte ich Ihnen vorhin ja schon gezeigt. Das kam mit 1.18 und auch im Zuge von der Einführung von dem TD Pilot, was dann ja auch Twidanox Snap unterstützt auf iPadOS-Systemen, gibt es noch so ein paar weitere Einstellungen um die Augensteuerung. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, zum einen festzulegen in den Benutzereinstellungen unter der Außenmethode, dass der Blick vor der Neuauswahl abgewendet werden soll. Und als zweiten Punkt auch eine individuelle Verweilzeit für einzelne Felder festzulegen. Das geht dann wirklich bei den Einstellungen für das Feld unter der Außenmethode. Und da ist natürlich das schön, dass ich wirklich dann Felder habe, wo ich wirklich die sagen kann, okay, da möchte ich, dass da länger drauf geschaut werden soll, weil es vielleicht ein langer Text ist und erst gelesen werden muss. So kann man natürlich auch wirklich das Ganze viel individueller noch gestalten, auch wirklich für einzelne Felder und dann einfach nochmal deutlich nutzerorientierter. Vielleicht auch für Sie ganz hilfreich, wenn Sie mal wir können natürlich immer auch unseren Weg nehmen, also über info.dach@twidanavox.com. Aber Sie haben halt auch die Möglichkeit, direkt Feedback an die Kollegen in Richtung von der Entwicklung zu schicken. Das heißt, Sie können jetzt hier einen Feedback-Text eingeben, vielleicht weil ein Fehler aufgetreten ist, vielleicht ist Snap abgestürzt, was natürlich hoffentlich nicht passieren sollte. Können sogenannte Protokolldateien einfügen. Das hilft natürlich den Kollegen von der Entwicklung. Und gegebenenfalls auch eine E-Mail-Adresse, falls Sie auch gerne eine Antwort wünschen. Das gibt es im Bereich System und darüber haben Sie dann die Möglichkeit, ein Feedback zu übermitteln. So, das waren die Schnellzusammenfassung von Twidanavox Snap. Und jetzt würde ich den Wechsel machen hin zu Twidanavox Control. Und ja, was für diejenigen, die es vielleicht jetzt noch nicht kennen unter den Teilnehmern, was ist nochmal genau Twidanavox Control? Das ist die aktuelle Software, das aktuelle Programm für Windows-basierte Augensteuerungsgeräte von Twidanavox, mit der man dann die Möglichkeit hat, auch Programme, die Oberfläche außerhalb unserer Kommunikationsprogramme wie Communicator 5 oder Twidanavox Snap nutzen zu können. Prinzip ist, dass ich eine sogenannte Blickbereichsdarstellung habe. Das heißt, ich habe hier einen Kreis, der genau visualisiert, da schaue ich hin, da ist gerade mein Auge, wenn ich dort länger fokussiere. Erscheint so ein Auswahlfeld und wenn ich hier drauf drücke, bekomme ich dann für diesen Bereich, den ich gerade fokussiert war, habe, entsprechende Optionen angeboten. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, was möchte ich denn machen? Ein Linksklick, ein Rechtsklick, möchte ich scrollen, möchte ich einen Doppelklick machen, möchte ich Drag and Drop machen, möchte ich vielleicht etwas eintippen, weil ich ein Textfeld angeschaut habe. Das heißt, dann würde dann ein Klick dort rausgeführt werden und dann direkt eine Tastatur geöffnet werden. Oder möchte ich meinen Bereich, weil ich vielleicht nicht ganz genau getroffen habe, noch ein bisschen anpassen? So habe ich dann auch hier die Möglichkeit, das Ganze natürlich entsprechend noch anpassen zu können. Das wäre dann hierüber. Das heißt, dann drücke ich da drauf. Es wird dann nochmal vergrößert und ich kann das Ganze dann, wenn ich jetzt hier zwischen zwei Programmen gelandet bin, das Ganze noch optimieren und anpassen. Die Idee ist, dass ich halt über viel in der Mitte des Bildschirms mache, weil die Mitte aus Erfahrung hier einfach der ideale Weg ist oder die ideale Erfassung für die Augen bietet. Grundsätzlich funktioniert die in allen Bereichen des Bildschirms gut, aber je weiter man zu den Ecken und zu den Rändern kommt, umso schwieriger kann es dann auch vielleicht mal sein, die Augensteuerung zu bedienen. Deswegen wird der Fokus wirklich auf die Mitte gelegt und auch die Idee, dass man erst schaut, wo möchte ich was machen und dann bekomme ich auch in dem Bereich dann meine Aktionen ausgelegt, ist halt auch grundsätzlich ein Weg, die Augenermüdung zu reduzieren. Weil häufig, also früher war es so, und bei anderen Programmen ist es auch so, dass ich halt irgendwo eine Leiste habe, rechts, links, oben, unten. Und ich muss erst überlegen, wo mache ich was? Dann merkt mir die Position, schau dann auf die Aktion am Rand und schau dann wieder auf den Bereich, wo ich die Aktion ausführen möchte. Das ist an sich deutlich größerer Aufwand. Für Anwender, die vielleicht vorher schon diese Variante von uns genutzt haben, ist es vielleicht auf den ersten Blick vielleicht etwas mehr Aufwand, aber je häufiger es im Alltag dann eingesetzt wird, umso mehr Rückmeldungen haben wir bekommen, dass es dann doch für die auch deutlich, dass die Arbeit erleichtert oder die Nutzung erleichtert. Was ist neu hinzugekommen? Zum einen ist es jetzt möglich, dieses kreisrunde Menü anzupassen. Das heißt, ich habe jetzt ich öffne es jetzt quasi im Hintergrund. Ich nutze jetzt die Augensteuerung, gucke unter dem Bildschirm, gehe in die Einstellungen und bin jetzt hier in meinem Einstellungsmenü und ich kann dann einmal nach rechts schauen und habe dann hier den Punkt Anpassung. Gehe ich auf Öffnen und kann dann das sogenannte Interaktionsmenü anpassen.
Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte zum Beispiel einen Rechtsklick, braucht er erstmal auch nicht, weil ich möchte erstmal ganz reduziert anpassen. Genau, einen Linksklick finde ich ja auch, weil ich habe hier da schon einen, da würde ansonsten ein Rechtsklick hingehen. Tastatur ist okay, Ziel anpassen, Doppelklick. Ja, lasse ich auch erstmal drin, aber scrollen entferne ich auch. Und jetzt, wenn ich jetzt rausgehe und hier irgendwo klicke, sehen Sie, das ist jetzt einfach deutlich reduziert ist. Ich könnte es auch auf einem einfachen Klick reduzieren und so nach und nach die Bedienung von diesem kreisrunden Menü halt auch quasi lernen und lehren und erfahren. Dann gab es in diesem letzten Jahr auch den sogenannten durchgängigen Modus. Und dieser durchgängige Modus ermöglicht viele, ja, Bedienvarianten, wo ich einfach irgendwie einen dauerhaften Linksklick brauche. Also das heißt, ich habe die ganze Zeit einen Linksklick quasi zur Verfügung. Wenn ich jetzt einmal in zum Beispiel in einen Browser wechsle, Moment, so, ich bin jetzt einmal im Browser und wenn ich jetzt hier mit meinem normalen Modus quasi bin, dann müsste ich ja immer schauen, okay, ich schaue auf Produkte, kriege dann das Menü, muss dann klicken, relativ viel, ja, viele Klicks und viel Aufwand. Wenn ich jetzt aber in dieses erweiterte Menü gehe, in das dauerhafte Menü, das ist dann hier rechts, kann ich das quasi sofort aktivieren, dann gibt es da zwei Varianten, einmal einen vereinfachten, einmal einen erweiterten. Dieser vereinfachte, der ermöglicht mir dann, einfach nur einen Punkt zu haben, der halt ständig einen Klick ausführt. Das heißt, dann kann ich hier zum Beispiel relativ schnell und gut mich auch durch ein Dokument klicken, wo ich vielleicht dann entsprechend halt häufig einfach einen Klick brauche. Ich kann das Ganze auch machen, ohne dass ich meinen Zielbereich sehe, was natürlich dann entsprechend häufig schwierig sein könnte. Und das ist halt rein auf den Klick fokussiert. Ziel ist es da primär, solche Apps wie IFX, so Ursache-Wirkungs-Apps, gut einsetzen zu können. Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, auch solche einfachen Übungen gut nutzen zu können. Ich mache mal ein bisschen leiser. Und hier ist es dann vielleicht auch sinnvoll, dass ich meinen Mauscursor nicht sehe, meinen Zielbereich. Und ich muss auch zum Beispiel keinen Klick machen, sondern es reicht ja eigentlich auch nur eine einfache Mausbewegung. Und so kann ich natürlich auch sehr schnell und einfach dann diese Ursache-Wirkung-Spiele mit Tobii Dynavox Control nutzen. Diese vereinfachten Modus findet man nicht unter Anpassung, sondern unter den Anwendungsmodus. Und hier gibt es einmal diesen vereinfachten. Das ist derjenige, der wirklich nur einen normalen Linksklick bietet oder nur Maus bewegen, um halt solche Spiele halt wie Ursache-Wirkungsspiele nutzen zu können. Und ich kann hier sogar festlegen, dass der dauerhaft startet. Das heißt, immer wenn ich Control starte, bekomme ich das dann auch ausgeführt. Also wenn ich wirklich einen Anwender habe, der dieses komplexere Menü noch nicht braucht, kann ich das hier unter Start direkt aktivieren. Das Erweiterte kann ich hier auch wechseln. Das ist dann auch etwas, wie gesagt, komplexer gestaltet. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal quasi rausgehe aus IFX und wieder zum Beispiel auf meine Internetseite gehe, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt den erweiterten Modus starten. Sekunde. Den erweiterten vereinfachten Modus. Und hier habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, einen dauerhaften Linksklick zu haben, der ständig auch noch mein Ziel optimiert. Das heißt, ich kriege dann immer erst noch eine Art Lupe, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren, weil ich vielleicht gerade aktuell einfach noch Schwierigkeiten habe, mein Ziel direkt zu erfassen. Aber ich könnte ja auch zum Beispiel sagen, ich möchte hier ein ständig Drag and Drop haben oder auch ständig zum Beispiel eine gedrückte Maustaste. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hier etwas anfange zu fokussieren, dann habe ich ab jetzt eine gedrückte Maustaste, was mir halt eher dann, wenn ich jetzt nicht markiere diesen Text, wie es das halt auch wäre, und wenn ich dann länger fokussiere, wieder aufhöre, habe ich das Ganze dann hier entsprechend markiert und könnte es dann jetzt verschieben und verziehen. Eher primär für kleine Programme, wie vielleicht auch zum Malen geeignet.
Aber das ist dieser vereinfachte Modus, den Sie, wie gesagt, in den Einstellungen finden und der halt gerade so für die ersten Schritte, aber auch so für ein paar Spiele sehr, 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 sehr hilfreich sein kann. Und wie gesagt, den kann man grundsätzlich von Anfang an in den Startmodus stellen von TD Control, sodass man halt auch direkt damit startet. Oder man startet ihn halt dann, wenn ich unter dem Bildschirm schaue und dann hier rechts auf dieses Symbol für den vereinfachten dauerhaften Modus beziehungsweise den erweiterten dauerhaften Modus. In diesem vereinfachten Modus habe ich sogar die Möglichkeit, den Track-Status mir anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn ich vielleicht, jetzt muss ich natürlich wieder in den vereinfachten Modus wechseln. Das möchte ich Ihnen einmal ganz kurz zeigen. Das hatten wir auch häufig auf unseren E-Serie-Geräten. Das heißt, wenn ich jetzt hier an meinem Computer die F10-Taste drücke, und dann, beziehungsweise erst muss ich in den vereinfachten Modus gehen, bekomme ich dann auch direkt den Track-Status. Das heißt, meine Positionierung, das sind meine beiden Pupillen, das ist der Abstand. Und wenn ich nochmal F10 drücke, verschwindet das. Ich kann auch zum Beispiel mit Drücken von F2 verhindern, dass dieses sogenannte Offscreen-Menü, das heißt, wenn ich jetzt unter dem Bildschirm schaue, öffne ich ja dieses Menü, dass ich das sperre. Das heißt, der Anwender, der wirklich nur dieses Ursache-Wirkungsspiel spielen soll, um Augensteuerung zu erfahren, kann ich dann hier auch das verhindern, dass er vielleicht ungewollt in dieses Menü kommt und hier Einstellungen macht, sodass er das Programm nicht mehr so nutzen kann, wie er es vielleicht möchte. Das wäre Augensteuerung auf Windows. Und jetzt würde ich Ihnen gerne nur noch ganz schnell, 10 Minuten haben wir ja noch, Augensteuerung für das TD Pilot zeigen, und zwar dann auf iPadOS-Basis. Das ist seit einem guten Monat erschienen, veröffentlicht worden von uns. Das ist, wie gesagt, ein Apple-zertifiziertes Augensteuerungsgerät, das grundsätzlich halt mit der Augensteuerung vollen Zugriff auf Apps und Funktionen im iPadOS-System bietet. Auch hier, es sind, wie gesagt, sehr viele Ähnlichkeiten zur E-Serie vorhanden. Das heißt, auch hier habe ich dann natürlich einen großen zusätzlichen Akku verbaut in diesem Zubehör. Ich habe ein Partnerfenster, was auch auf der neuen E-Serie ist, um einfach auch diese Augen-Augen-Kommunikation zu unterstützen. Das heißt, das, was ich über meine Kommunikations-App eintippe und spreche, erscheint dann zusätzlich mal geschrieben auf der Rückseite von dem Gerät, was ich natürlich optional ein- oder ausstellen kann. Und wie gewohnt habe ich natürlich hier die entsprechenden Lautsprecher zur Verfügung, um auch gehört zu werden. Was jedoch einfach jetzt dadurch die Möglichkeit bietet, dass halt dieses viele Nutzen einfach Apps, viele nutzen das iPad, viele nutzen das iPhone und auch viele einfach im Umfeld. Und so haben einfach Benutzer jetzt die Möglichkeit auch zu entscheiden und es wahrzunehmen, dass man vielleicht halt auch dann einfach auch auf das die Apps nutzt, die mir vorher vertraut waren, die ich in der Vergangenheit genutzt habe. Und das wäre grundsätzlich in Verbindung mit dem Assistive Touch, was ich gleich noch zeigen will, dann jetzt hier halt auch möglich. Was bedeutet Made for iPad? Made for iPad bedeutet, dass wir hier zusammen mit quasi MFS, ISAS Zertifizierungsprogramm von Apple, um sicherzustellen, dass das Zubehör den Qualitätsstandard erfüllt, den halt Apple für die Kunden erwartet. Um auf dieses Assistive Touch in Anführungsstrichen Erlebnis zugreifen zu können, das halt Apple für Augensteuerungsanwender entwickelt hat, muss diese Hardware halt sogenannt, dieses MFI, Made for iPad, konform sein. Das ist also die erste von Apple zertifizierte Augensteuerung. Das bedeutet, dass wir hier halt entsprechend so ein paar Funktionalitäten haben. Es läuft halt nahtlos. Es bietet den vollen Zugriff auf iPadOS-Apps und bietet halt dann entweder Assistive Touch, unsere Augensteuerung, die IS5TD. Also das heißt, grundsätzlich ist die Augensteuerung, die dort verbaut ist, die gleiche Technik, die auch in der E-Serie drin ist, beziehungsweise auf dem PCI 5. Das heißt, die Erfahrung, die Sie auf der E-Serie machen, sollte von der Genauigkeit, Zuverlässigkeit, von der Erfassung identisch sein vom System, also ob jetzt Windows oder iPad. Das sind erstmal nur harte Fakten, das finden Sie auch auf unserer Webseite. Also kann auch mal runterfallen, hat 10 Stunden Laufzeit, ein Ladeanschluss ist also quasi intern angeschlossen, man lädt quasi nur das TD Pilot auf und hat dann
die Möglichkeit, über dieses Tili Pilot dann auch das Gerät zu laden, das iPad zu laden. Hier dann nochmal die Informationen. Auch hier gibt es halt die entsprechenden Techniken, um eine zuverlässige Augensteuerung zu erfahren. Auch hier ist das IS5 Tobii Dynavox drin. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen der normalen Tobii und der Tobii Dynavox Augensteuerung. Die Technik ist die gleiche, aber das Prinzip dahinter ist noch eine andere. Das heißt, hier mit den Tobii Dynavox Augensteuerung ist es halt zum Beispiel auch möglich, dass ich das Ganze halt auch im Sonnenlicht nutzen kann, was halt in vorherigen Versionen noch nicht der Fall war oder auch auf Geräten, die halt nur die Tobii Augensteuerung verwenden. Das heißt, egal, ob ich jetzt im prallen Sonnenlicht arbeite oder vielleicht doch abends vom Fernseher im Wohnzimmer, überall habe ich eigentlich die Möglichkeit, das Ganze gut nutzen zu können. Wie gesagt, Partnerfenster, gute Lautsprecher. Und ein Grund, warum wir das Tili Pilot entwickelt haben, ist an sich, dass wir unseren Anwendern, unseren Klienten die Möglichkeit bieten wollen, einfach eine Auswahl zu haben. Das heißt, bin ich vertraut mit dem Apple-System, vielleicht, weil ich in der Vergangenheit einfach viel mitgearbeitet habe, viel gemacht habe, so soll ich auch die Möglichkeit haben, das auch in Zukunft nutzen zu können. Möchte ich aber vielleicht eher auf Windows-Basis arbeiten, so habe ich die Möglichkeit, die i-Serie zu nutzen. Also das heißt, grundsätzlich haben wir halt für jeden etwas, wollen wir ein Angebot schaffen, eine Auswahl schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der halt, wie gesagt, grundsätzlich ein iPadOS-Nutzer ist, so soll der halt auch die Möglichkeit haben, das vielleicht auch in Zukunft nutzen zu können. Und wie das Ganze dann jetzt im Endeffekt aussieht, würde ich jetzt hier einmal gerne quasi direkt zeigen. Das heißt, ich habe jetzt ein Tili Pilot vor mir, das ich einmal kurz entsperren muss und verbinde. So, jetzt habe ich natürlich hier zwei Augensteuerungen. Ich mache die eine mal weg, nicht, dass ich hier gestört werde. So, jetzt sehen Sie mich, wie ich das iPad quasi bediene. Und das ist die Variante, die halt Assistive Touch bietet. Das heißt, Assistive Touch von Apple ist quasi das Tobii Dynavox Control, was von Apple-Seite ist. Das heißt, da haben wir grundsätzlich keine Handhabung. Wir können halt nur entsprechend Infos an Apple zurückgeben. Was wir aber gemacht haben, ist, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tobii Dynavox Snap öffne, habe ich hier direkt eine Umschaltung zu diesem regionsbasierten Augensteuerung. Das heißt, dass ich dann jetzt hier es dann halt auch direkt nutzen kann und das so feldbasiert habe, wie man es halt auch von der i-Serie hat. Das heißt, auch hier kann ich dann jetzt schnell zum Beispiel die Kernwörter gehen und dann ich möchte nochmal und das Ganze dann zur Not sprechen, löschen, was auch immer. Das heißt, hier bin ich jetzt wirklich in meinem Apple-System, in meinem Tili Snap drin, möchte ich raus, habe ich die Möglichkeit, eine Aktion auszuwählen. Die ist aktuell standardmäßig in Übersicht vorhanden. Da gibt es einen Bereich Gaze Interaction und dort kann ich dann Assistive Touch starten und bin dann jetzt wieder in meinem Assistive Touch. Und bei Assistive Touch hat man immer so diesen Punkt, den kann man grundsätzlich am Bildschirm komplett frei positionieren. Und hier bekomme ich dann entsprechende Funktionen noch, die ich dann über meinen Pointer auswählen kann und so zum Beispiel auf den Homescreen gehen kann. Man hat noch weitere kleine Feinheiten in Assistive Touch. Das heißt, ich könnte zum Beispiel die Möglichkeit, solche Ecken festzulegen. Das heißt, hier oben rechts könnte ich an eine Ecke schauen und könnte dann dieses Control Center öffnen. Ich könnte oben links in die Ecke schauen und hätte dann meine aktuell geöffneten Apps. Ich könnte unten links in die Ecke schauen und ich weiß gar nicht, was ich dort hinterlegt hatte. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Apps spielen möchte, könnte ich dann zum Beispiel in Candy Crush, Soda beispielsweise, oder noch andere Lern-Apps, so könnte ich das natürlich auch ganz normal beim Eye-Tracking öffnen. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie laut es ist. Und kann das Ganze dann auch mehr oder minder nutzen, wie es halt auch vielleicht das Umfeld halt auch macht. Das heißt, dann hier brauche ich jetzt einfach nur einen Klick und kann dann über Augensteuerung das halt auch nutzen.
brauche ich ein Programm mit Drag and Drop. So habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze halt auch mit Drag and Drop zu machen. Ich kann jetzt, wie gesagt, hier dann auch schnell zu weiteren Inhalten wechseln. Hier gibt es dann den Copilot, das ist die quasi die Begleit-App zum Turbidanovox Pilot, wo ich dann die Möglichkeit habe zu kalibrieren, meine Genauigkeit zu testen, schauen, wie gut bin ich auf dem Punkt und noch ein paar Einstellungen zu machen. Das heißt, wie soll die Kalibrierung sein? Wie ist der Akkustand? 1-5-9-Punkt-Kalibrierung und noch ein paar Einstellungen zum Assistive Touch. Und natürlich kann ich dann jetzt auch hier, wenn ich wieder zurückgehe, zum Beispiel jetzt auch in Turbidanovox Talk wechseln. Turbidanovox Talk erkennt auch automatisch, dass es halt mit einer Augensteuerung bedient wird und wechselt dann automatisch halt auch in dieses regionsbasierte. Das ist halt eine Aktion, die aktuell nur Turbidanovox Apps anbieten, weil wir halt den Vorteil hatten, dass wir mit Apple zusammen an diesem Produkt quasi gearbeitet haben. Ich denke aber, dass auch kurz lang weitere Apps folgen werden, die halt dann quasi diese Schnittstelle nutzen werden, um dann halt auch regionsbasiertes Eye-Tracking anbieten zu können. TD Talk in Kürze ist an sich eine textbasierte App mit einer Tastatur, im Endeffekt so aufgebaut, wie wir es auch von unseren Smartphones kennen. Das heißt, ich habe eine Tastatur, ich habe darüber eine Wortvorhersage, die sich dann an den Kontext orientiert. Ich habe unten links einen Globus, wo ich die Sprachen wechseln kann. Das heißt, ich könnte auch schnell zum Beispiel in die italienische Tastatur wechseln mit italienischer Wortvorhersage, italienischer Stimme und dann halt auch zum Beispiel mich auf Italienisch mitteilen, wenn ich vielleicht mehrsprachig unterwegs bin oder vielleicht in einem anderen Land, aber diese Sprache halt auch beherrsche. Es gibt Phrasen im oberen Bereich, die ich sehr wichtig sind, die halt auch mit einem, also quasi einen Blick entfernt sind. Ich tippe gerade. Es gibt oben rechts noch weitere Phrasen, die auch wichtig sind, aber vielleicht dann nicht ganz so wichtig wie die oberen. Über Auswahl des Stiftes kann man grundsätzlich alles bearbeiten, anpassen, das Ganze, wie man es möchte. Und vielleicht hatten Sie es vorhin schon gesehen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Hallo eingebe, kommt Hallo Sven, wie geht's? Das ist etwas, was auf die Häufigkeit von Eingaben basiert. Das heißt, hier ist das Ziel, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Satz, wenn ich jetzt mir geht's gut schreiben möchte, mir geht's gut, spreche das. So muss ich das beim ersten und beim zweiten Mal gegebenenfalls noch aufschreiben. Wenn ich jetzt aber das ein zweites Mal mache, mir geht's gut. Und nochmal ausspreche. Mir geht's gut. Dann kommt spätestens beim dritten Mal die Möglichkeit, das Ganze direkt auszuwenden. Das heißt, dann erkennt das System, das hat der Anwender relativ häufig schon gesagt. Und wenn ich das jetzt sagen müsste, muss ich nur auf dieses Text klicken und habe es dann direkt hinzugefügt. Genauso ist es hier die Möglichkeit, diesen Text, wenn ich jetzt hier Hallo Sven, wie geht's habe, möchte jetzt aber nicht Sven haben, sondern Tobias, kann ich auf Sven gucken und bin dann direkt in einem Art Bearbeitungsmenü und kann den Text schnell bearbeiten und aussprechen. Das sind halt so Feinheiten in Turbidanovox Talk, die die Nutzung nochmal beschleunigen sollen. Das ist eine App, die gibt es kostenlos in der Tat sogar fürs iPadOS, dann nur mit den normalen iPad-Apple-Stimmen und ist aber auf dem TD Pilot grundsätzlich generell enthalten. Wir werden auch in Zukunft noch weitere Apps hier einfach nochmal zeigen in verschiedenen Webinaren, also auch wenn Sie jetzt irgendwie eine App haben und sagen, oh, die nutzen wir häufig in unserer Schule, in unserer Einrichtung, schicken Sie uns die gerne. Wir können mal schauen, wie das Ganze realisierbar ist, auch vor allen Dingen dann mit Assistive Touch. Und dann können wir dann natürlich auch ein kleines Video zu machen. Genauso ist es, wenn Sie wünschen, vielleicht in Ihrer Einrichtung, Beratungsstelle, gerne nochmal vielleicht eine Schulung zu haben zum TD Pilot, das mal vorgestellt zu bekommen, können Sie sich natürlich auch jederzeit gerne bei uns melden. Dann machen wir gerne einen Termin aus und schauen uns das dann gemeinsam an. Grundsätzlich, wie gesagt, sind das jetzt noch Folien, die ich Ihnen gerne auch per Handout schicken kann. Ansonsten
haben wir es jetzt 16.47 Uhr, ich bin gerade knapp 2 Minuten drüber. Aktuell sind keine Fragen eingetrudelt, wie ich sehen konnte. Sind noch Fragen rund um die Neuerungen zum 2021er Jahr, also zu Tobidanavox Snap, Tobidanavox Talk, TD Pilot oder auch Control? Dann schreiben Sie es gerne oder lassen Sie mich es gerne wissen, sodass wir dann, dass ich die gerne auch beantworten kann. Ansonsten können Sie natürlich auch gerne nachträglich eine E-Mail an tobias.bürs@tobidanavox.com schicken. Auch wenn es um eine Vorstellung geht vom TD Pilot. Es kam gerade die Frage, wie teuer das TD Pilot ist. Ich habe jetzt keinen Preis gerade im Kopf, wie unsere Partner die auf der Webseite anbieten. Es ist aber so, dass der ungefähr auch im Bereich der E-Serie liegt. Also es ist im Endeffekt wirklich ein vollwertiges System, quasi bestehend aus dem iPad, aus einer Hülle, aus der Augensteuerung. Also es ist kein Zubehör für ein vorhandenes iPad, sondern quasi ein Komplettsystem. Aber im Grunde liegt der Preis mehr oder weniger halt um auch die E-Serie, der aktuellen E-Serie herum. Müssten Sie einmal auf der Seite von unseren Partnern schauen, Ria Vista, Ria Media. Dort müssten Sie dann die Preise finden. Ansonsten einfach bei unserem Partner erkundigen. Haben Sie sonst noch Fragen? Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, wir persönlich, ich habe Zeit mitgebracht, wäre kein Problem. Und wie gesagt, können Sie sich auch gerne melden, wenn Sie es mal live erleben wollen, das TD Pilot. Dann kommen wir natürlich auch sehr gerne bei Ihnen in der Einrichtung dann auch mal vorbei und machen das dann nicht nur in 5-10 Minuten, sondern halt können Sie mal dann 2 Stunden Zeit nehmen dafür. Und aktuell kommen noch keine weiteren Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen einen kleinen Einblick gegeben. Es ist wieder viel passiert letztes Jahr, vor allem dann zum Schluss mit dem TD Pilot. Aber ich bin auf Ihre Rückmeldung gespannt. Und falls jetzt keine Frage mehr kommt, wie gesagt, notieren Sie sich meine E-Mail. Und kontaktieren Sie uns gerne bei Bedarf, auch bei weiteren Fragen. Falls jetzt nichts mehr sein sollte, würde ich Sie dann einfach in den, vielleicht schon Feierabend entlassen. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen Tageslicht mitbekommen. Wir haben letztens noch gelesen, dass wir jetzt 11 Minuten mehr Sonne, mehr Tageslicht haben als letzte Woche. Nutzen wir es aus. Und vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der kommenden Webinare auch nochmal wieder.